Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Test, Test. Ja, heute startet der Podcast hier ganz komisch mit Test. Irgendwie, Andreas, wir haben, siehst du, da geht schon ein Gast los. Boah, du bist schon wieder so auf. Ja, natürlich irgendwie, weil wir zwei geile Gäste jetzt dieses Mal zusammen haben. Oh, guck mal, da streichelt einer sogar seine Nippel. Oh, der zweite jetzt auch. Ist das schön. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen, lieber Marc und lieber Marcel. Ja, Mahlzeit. Hi. Schönen Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt einen verdammt geilen Tag. Ja, sehr gut. Hier, die beiden Männer hatten wir schon mal als Gäste und jetzt haben wir sie beide zusammen und wir freuen uns total, dass wir heute mal unseren ersten Vierer-Podcast haben. Und ich freue mich auch deswegen, weil es ist die 30. Aufnahme. Das Alter, was Florian schon lange hinter sich gelassen hat. Und was die anderen beiden noch vor sich haben. Ja, das war lieb, ja. Andreas, mach du doch jetzt den Podcast. Ich hatte mir was überlegt. Ach, ja. Nee, mach du mal. Du mal bist jetzt dran. Nee, mach du ihn. Leg mich am Arsch. Nein. Ist also okay. Wer mir so kommt, ne, kann ich auch. Jungs, was habt ihr so, was macht ihr so in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit? Also so bei diesem scheiß Wetter. Geht ihr raus, fahrt ihr Fahrrad? Marcel, fang du mal an. Ich glaube, du hattest heute einen spannenderen Tag. Was eine Ehre, ne? Pottlegende. Ich fühle mich so geschmeichelt. Ne? Ja. Fühle mich auf jeden Fall ungeküsst. Ne? Kuss auf Augen und so. Ja, die meisten, die momentan so meinen Account ein bisschen verfolgen, sehen, dass ich momentan sehr viel auf dem Kinderrad unterwegs bin oder besser gesagt auf dem Dirtrad. Und ich habe mir noch so ein paar Projekte gesetzt vor Weihnachten. Wiederum, schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung. Nachteil ist halt, mein Enduro ist momentan ein bisschen, wie soll man sagen, ja. Es will nicht so ganz, wie ich will, hat einen Rahmenriss und Co. Deshalb fahre ich momentan so wenig wie möglich, bis ich was Neues habe. Deshalb wird momentan so viel wie möglich Kinderrad gefahren. Und ich bin auch der Meinung, auf dem Kinderrad lernt man so viel auf dem Fahrrad, auch wegen Gleichgewicht, Körpergefühl, Radgefühl. Das kann nur für Vorteil sein, auch fürs große Fahrrad. Was hast du denn für ein Enduro und was? Wie kam es dazu, dass das Ding jetzt irgendwie Fratze ist? Ich habe einen Cube Hans 2019 TM, heißt das, glaube ich. Das muss ja immer so einen riesen Namen haben, alles heutzutage. Und an einer Stelle hat die Hülse oder die Leitung, die zum Schaltwerk geht, den Rahmen fast komplett durchgerubbelt auf fast 4 Zentimeter. Da kannst du mit dem Nagel schon das Alu durchdrücken. Und ich habe auf der gegenüberliegenden Seite am Tretlager auch noch einen Riss. Und ich glaube, das sollte man dann nicht mehr so extrem benutzen, würde ich sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass man es gar nicht mehr benutzen sollte. Ja, ich habe halt keine Alternative, also benutze ich es halt noch so vorsichtig wie möglich. Man sollte es nicht mehr machen, da hast du vollkommen recht. Und deshalb fahre ich halt auch so viel Kinderrad gerade. Also okay. Also wirklich. Stell dich doch nicht so an. So ein kleiner Riss da im Rahmen. Das wird doch wohl eine Masse im Part nicht aufhalten, oder? Hobel wird fallen spähen, ich weiß. Nimmst du hier irgendwie Lackfilzer einmal drüber, dann ist der Riss auch weg. Dann siehst Panzer, du das ist wie neu, unbenutzt. Kann ich auch dann deklarieren. Ich wieder verkaufen, genau. Bei kleiner Zeit. Panzertape ein bisschen rumwickeln, hält auch, habe ich gehört. Ich mache einer meiner neuen Aufkleber einfach drauf. Ja, super, genau. Und dann verkaufst du das Ding und sagst irgendwie, hat keine Bypacks gesehen, ne? Bin auch nie Rechtskurven gefahren und weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist neuwertig, Garagenfahrzeug. Hauptsache eBay Kleinanzeigen und ordentlich verkaufen und irgendwas erzählen, schon klar. Marc, und was machst du? Also ich glaube, ich werde jetzt ganz viel Dirtbike fahren, weil dann, wie der Marcel so sagt, da bin ich nächstes Jahr, glaube ich, ein richtig guter Fahrer, wenn ich so da jetzt mit einsteige. Habe ich auch wirklich angefangen, hatten wir noch drüber gesprochen beim letzten Mal. Aber ansonsten bin ich im Moment viel am Malochen, ne? Hier geht ja wieder so Richtung Lockdown und der ein oder andere weiß ja, dass ich in IT bin. Und jetzt könnt ihr da dreimal raten, alle wollen sie ins Homeoffice und ja, hey, hast du noch einen Laptop, hast du noch das, hast du noch dieses? Ja, und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen viel mit beschäftigt, deshalb, ja, aber unter der Woche eh schlecht bei dem Wetter, ne? Aber am Wochenende geht's dann wieder aufs Dirtbike, da habe ich schon wieder Bock drauf. Ja, und so ein 10 Kilometer Crosslauf habe ich vor mir, habe ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Nee, das wird richtig spannend. Nee, aber beim letzten Mal hast du es nicht erzählt. Ich habe...
ist am Sonntag ist hier so ein Nikolauslauf in Oberhausen. Nennt sich Nikolauslauf, ne? Also gibt verschiedene Altersklassen und darf ich eben kurz unterbrechen? Klugscheißer, ja, auf, der war, weil wir nehmen die Aufnahme ja. Also die Ausstrahlung ist an einem anderen Tag, war, ne? Also umdenken. Jetzt fällt es mir auch ein, ja. Ja, jetzt alles gut, auch ein. Also gut. Dieser Nikolauslauf, der Zeitblase. War dann, ich weiß aber nicht, wie der war. Also ich kann mich nicht dran erinnern, wie gut ich abgeschnitten habe. Also ich habe dich gesehen, ne? Boah, die letzten 100 Meter, da hast du ganz schön geschwitzt, aber ich habe dich richtig angefallen. Richtig geschwitzt. Ich habe dir sogar meine Schlipper rübergeworfen. Fein. Naja, auf jeden Fall 10 Kilometer hier durch ein Sterkrader Wald irgendwie. Und ja, mal gucken. So unter einer Stunde ist angepeilt. Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ja, das ist so das, was ich vorhabe. Mal gucken. Jetzt mal eine andere Frage. Wenn ihr immer so schön fleißig am Dirt fahren seid, wo fahrt ihr denn eigentlich immer Dirt? Also ich bin ja frisch. Ich war jetzt zuletzt in Lünen auf der Halde Victoria. Ich glaube, da ist der Marcel auch schon ein paar Mal unterwegs gewesen. Das war so meine erste krasse Berührung jetzt mit dem Dirtfahren und auch mit Dirt-Jumps. Ansonsten, ja, Open Area gibt es Pumptrack und so. Eine Bowl hatten wir ja, ne? Oder auch eine Pool. Bowl, ja, ja. Also das sind dann so die Spots, ne? Aber ich glaube, da kann der Marcel mehr zu erzählen. Der war schon überall. Ja, mehr zu erzählen, wir haben halt das Glück, dass wir im Ruhrpott in den letzten Jahren auf jeden Fall extrem viele Pumptracks bekommen haben. Da kann man natürlich auch austoben. Ja, das ist eher ein bisschen mehr Ausdauersport. Man kann natürlich versuchen, irgendwie ein paar Sachen zu doublen oder zu springen oder das Flyout zu benutzen. Richtige Dirts wird momentan wieder mehr, auch im Ruhrpott, bei uns hier im Gebiet. Generell war das mal vor 10 Jahren richtig, richtig groß. Dann wurde leider Gottes gefühlt alles abgerissen von den ganzen Kommunen, weil ist ja zu gefährlich, ist ja keine Ahnung. Man könnte sich ja beim Sport verletzen generell, ist ja verboten in Deutschland gefühlt. Aber das erholt sich gerade so ein bisschen. Wie gerade der Marc schon meinte, in Lünen haben wir ein paar Dirts, das wird ja auch vom Verein geleitet. Dann haben wir hier was in Witten, was gerade so ein bisschen wieder in der Planung war, was vor 10 Jahren, 15 Jahren mal richtig groß war, sogar weltweit bekannt war eine Zeit lang. Die Dirt Worlds hieß das damals und heute noch. Da buddeln auch ein paar. Es gibt halt hier und da ein paar Projekte, auch von den Städten. Ein paar Städte sind da ein bisschen offener, die unterstützen das auch, weil es gibt auch Förderungen generell für Pumptracks und diese Sportanlagen. Das wächst aber gerade so ein bisschen wieder vor sich hin. Aber ja, ein paar Sachen gibt es. Also ich habe jetzt gehört, dass wenn die Städte quasi was für die Jugendlichen machen wollen, geht das meistens öfter in so Richtung Skatepark. Ne? Ja, das ist aber halt pass auf. Ich habe noch einen Nachsatz. Und zwar, was ich jetzt auch sozusagen gehört habe, ist jetzt, dass sie sich langsam aber auch verstehen, dass es nicht nur darum geht, einen Skatepark dahin zu setzen, sondern dass, wenn sie einen Skatepark bauen, dass sie dann auch gleich einen Pumptrack mitbauen. Ne? Also, dass das quasi inkludiert wird. Ja, also das ist von den ganzen Kommunen auf jeden Fall von vielen Kommunen wird gerade dieses Thema Pumptrack extrem gut angenommen, weil das einfach auch eine Kulturstätte ist und gleichzeitig auch eine Sportstätte ist. Man connectet sich da, die Jugendlichen können sich austauschen, können sportlich aktiv sein und da sind sehr, sehr viele Kommunen und Städte gerade sehr, sehr aktiv dabei. Man sieht das ja auch, wenn man sich so mit diesen ganzen, gibt ja nur eine Handvoll wirklich Unternehmen, die das machen in Deutschland und Umgebung. Die sind auf die nächsten 3, 4 Jahre sogar ausgebucht für irgendwelche Pumptracks. Also wenn du jetzt einen machen willst, musst du 2, 3 Jahre warten auf jeden Fall. Das finde ich auch mega, mega cool. Aber da gibt es auch wirklich Städte wiederum, die sind da so weit hinterm Mond, wenn man das offen und ehrlich sagen darf, wo ich mir einfach denke, so Leute, da gibt es wirklich Kommunen auch, die Radfahren an sich absolut so darstellen, dass das Vandalismus zwar schon ist, wo ich mir einfach denke, so, das ist auch die absolut falsche Weg. Und wie gesagt, man kann ja an, der Ruhrpott ist so eng zusammengewachsen. Man muss ja nicht mal weit über den Tellerrand schauen, man muss einfach nur links oder rechts in eine andere Stadt schauen und sieht ja, dass es funktioniert und dass es angenommen wird und dass das da keine Randalestätte ist, sondern dass da Sport betrieben wird, Menschen sich verbündet, eine Kultur entsteht. Schwierig. Und wie gesagt, es gibt auch noch eine Riesenförderung. Also soweit mein Wissensstand gerade ist, könnte auch Halbwissen sein oder gefährlich wissen, wird das auch noch vom Land extrem unterstützt. Ja, ich glaube, der Vorteil an diesen ganzen Pumptracks, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Grund, warum die so aus dem Boden schießen wie Pilze, ist, dass sie halt für die Städte günstig sind. Du kaufst die günstig ein und du hast halt auch keine Instandhaltungskosten. Ne? Genau. Das ist halt ein super Vorteil, warum die Dinger wahrscheinlich auch schnell durch die ganzen Stadträte durchgehen und abgenickt werden. Ja, es ist halt es ist halt ein zentraler Platz, ne? Du musst das Ding einmal bauen und je nachdem halt, wie du es baust, ne? Also entweder machst du es halt quasi als Dirtstrecke halt mehr oder minder, also mit Schotter und dergleichen und den Hügeln, oder du machst das halt irgendwie gleich mit Asphalt,
Und dann hast du ja quasi eigentlich, stellst das Ding einmal hin und brauchst es ja auch quasi, würde ich jetzt mal behaupten, muss es wenig warten. Wenig bis gar nicht, weil es Asphalt ist. Und das Schöne ist halt, da können halt verschiedene Sportarten miteinander fahren. Und darum geht es halt miteinander. Ne? Es ist egal, ob es ein Scooterfahrer ist, ein Rollerfahrer ist, das kleine Kind auf dem Laufrad oder halt die Dirtfahrer wie wir oder die Kinderradfahrer im Moment wieder. Da kann halt jeder fahren und Spaß haben. Ne? Und auch miteinander. Darum geht es halt miteinander und nicht gegeneinander. Ja, absolut. Absolut. Das finde ich auch eine prima Geschichte. Ja, ich habe aber ein Problem damit, sage ich ganz ehrlich. Ich werde irgendwie wieder gedrängt, irgendwie einen Sport auszuüben, weil er wieder nur auf einer Parzelle irgendwie stattfindet. So sehe ich das. Ich muss mir jetzt ein Dirtbike eigentlich kaufen, um meinen Spaß auszuüben. Mein reguläres Mountainbike fahren, und wenn wir gerade schon mal auf das Thema hinausgehen sollten, ist ja so, du darfst ja Feldwege fahren im Wald. Ne? So, die darfst du ja fahren. Ne? Fahren, Gänsefüßchen oben, richtig. Ja, aber pass auf, pass auf, lass mich noch aus. Nein. Ich muss da sofort Veto sagen, weil ich weiß, in welche Richtung du gehen möchtest. Und normalerweise lassen wir uns immer aussprechen, aber jetzt muss ich mal Veto. Ein Enduro ist unverhältnismäßig viel, viel teurer als ein Dirt. Und ein Dirt kostet halt einfach, du kannst ein Dirt für 500 Euro kaufen und hast damit trotzdem viel Spaß. Ne? Das heißt, ich brauche auch nicht mehr irgendwie großes Equipment. Ich kann da mit Jeans draufsetzen und setze mir eine Halbschale drauf und fertig. Ne? So, und die Kiddies haben da auf jeden Fall Spaß dran. Den Kiddies lieferst du quasi einen Spot, wo sie hingehen können und kaufen sich dann auch, weiß ich nicht, auch so für 150 Euro, ist ja scheißegal, kaufen sich ein Fahrrad und haben da Spaß dran. Ne? Also die Einstiegshürden sind doch viel, viel geringer als jetzt bei einem Enduro. Das sag ich doch gar nicht. Ich bin der Meinung, irgendwie halt, wir fahren alle Fahrrad. So. Und wo ist da dann die Möglichkeit, dass ich dann auch meinen Sport ausüben kann auf meinem Enduro, wenn ich daher fahre? Ich kann doch nicht nur irgendwo eingezwängt werden, irgendwie, dass ich in einem Bikepark fahren muss oder dass irgendwo ein Verein irgendwie halt was gründet und fertig. Irgendwie, das ist auch Bullshit. Finde ich auf jeden Fall. Du willst damit die Thematik ansprechen, dass halt diese Pumptracks schnell abgesegnet werden, aber wiederum zum Beispiel das legale Trailbauen viele Hürden hat, beziehungsweise du einen Verein gründen musst, damit du es nur ansatzweise hinbekommen könntest, weil es geht ja nicht nur um den Verein gründen, dann geht es ja darum, wo ist die geeignete Stätte, wo kann man auch wiederum zum Beispiel, wenn man es offiziell macht, muss man ja auch Sachen bedenken, wie wenn mal ein Crash passiert, wie kommt man dahin? Rettungswege müssen eingehalten werden, dann muss natürlich auch wiederum geschaut werden, ist es überhaupt geografisch möglich, da was zu bauen, ne? Weil wenn da kein Gefälle ist oder nichts gegeben ist, man will ja keine Bäume und sowas beschädigen und das soll man ja auch nicht, ne? Leute, beim Trailbauen werden hier keine Bäume umgefahren oder umgehauen, das ist Schwachsinn, hört auf damit, und ist auch noch böse illegal. Aber ja, das ist auf jeden Fall immer noch eine Thematik, die bei vielen Kommunen ja auf Widerstand stößt, und leider Gottes ist das halt in Deutschland so mit der Bürokratie, dass da viele Behörden untereinander sich erstmal gegenseitig den Ball hinher schmeißen und sagen, ich will das nicht verantworten, du willst nicht verantworten, aber irgendjemand muss es machen. Ne? Aber darf ich mal einwerfen, empfindet ihr es als so extrem, ist jetzt als ernste Frage gemeint, weil ich mir noch nicht wirklich so krass Gedanken darum gemacht habe, was das Ruhrgebiet angeht, denn ich finde, weil wir halt so künstlich angelegte Halden haben und die ja mitunter auch, also ich sag mal Beispiel Haniel, ist jetzt nicht ganz legal, da wird halt weggeguckt, ne? Aber es gibt halt auch die Beispiele wie die Halde Hoppenbruch oder was hatten wir noch, Norddeutschland beim letzten Mal, die halt von Vereinen gepflegt werden, wo ja die Akzeptanz dann schon da ist, weil du machst ja nicht irgendeinen naturgewachsenen Wald kaputt. Ich glaube, da haben die Leute in Bayern oder so noch viel größere Probleme vielleicht als wir hier. Ich glaube, da ist es noch viel krasser. Also ist so mein Empfinden. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung, aber ich gucke gerne mal Bayerischen Rundfunk und da ist irgendwie alle Nase lang irgendeine Doku über eine neue Bürgerinitiative, die sich gegen das Mountainbike-Fahren irgendwie ausspricht in den Wäldern. Ich glaube, bei denen ist das richtig extrem und die sind ja eigentlich prädestiniert fürs Mountainbike-Fahren. Wir hier im Flachland, sag ich mal, bei uns würde ja ohne die Halden gar nicht viel gehen. So. Also weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich kann beide Seiten verstehen. Ne? Also ich kann auch Flo verstehen, der sagt, er möchte sich da nicht einzwängen lassen. Aber ansonsten, ich finde es eigentlich auch nur ein Plus mit den ganzen Pumptracks und Skateparks und so. Es ist eine schöne Ergänzung. Ne? Man sieht einfach als Ergänzung, weil das Thema Fahrradfahren ist ja generell so,
das ist so vielseitig, ne? Du hast den Rennradfahrer, den Einradfahrer, du hast den Gravelfahrer, du hast den puren Racer, der will nur bergunter, dann hast du den Dirtfahrer. Es gibt ja auch die Kategorie Pumptrack an sich. Es gibt ja Leute, die nur Pumptrack fahren. Und ich habe auch schon Menschen erlebt in diesen Pumptracks, wo ich mir dachte, okay, man ist ja schon relativ flott unterwegs. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich eine Runde fahre, fährt der zwei. Das ist halt so die Sache. Man kann das eh nicht so über einen Kamm scheren, ne? Ja, ich kann den Flo auch verstehen, wenn er sagt, ich fühle mich ein bisschen eingeengt und es ist ein bisschen vielleicht auch unfair, dass halt diese Pumptracks und Co. da so aus dem Boden sprießen. Ja, definitiv. Aber da können wir einfach nur gemeinsam dran arbeiten und gemeinsam einfach nur vielleicht einen richtigen Weg einschlagen und den Leuten da draußen auch gerade durch Marc und mich zeigen oder auch, ne, ihr mit eurem Podcast so, wir sind ja keine Rowdies, ne? Wir wertschätzen die Natur. Wir gehen nicht dahin, das zu vermüllen und es geht nicht darum, den Boden zu verdichten, es geht nicht darum, irgendwelche Bäume zu fällen, sondern einfach auch mit der Natur in der Verbindung was zu haben und in der Natur zu sein und an der Luft zu sein und Spaß zu haben, sich sportlich zu bewegen. Ne? Ich finde, dass es auch irgendwie unsere Aufgabe ist, auch vielleicht Leuten oder Personen, die jetzt kein Fahrrad fahren oder nicht Mountainbiker sind, zu zeigen, so ey, wir sind gar keine Rowdies. Ne? Es gibt natürlich vielleicht ein paar Rowdies, aber es geht eigentlich darum, sich einfach sportlich zu betätigen in der Natur. Ist ja normal. Einzelne mache für viele, für ganz viele Sachen kaputt. Also wenn du Einzelne hast, die einfach dann illegale Strecken bauen, so wie du sagtest, wird der gemeine Mountainbiker dann wieder über einen Kamm gezogen. Dann stehst du da wieder, wenn du denn der Vernünftige bist und dann auch noch sagst, du hältst an, wenn Hunde an dir vorbeilaufen oder du das siehst, du sogar einfach deine Handschuhe an hast und tapest Müll auf aus dem Wald heraus, bringst ihn weg und du bist der Vernünftige und willst deinen Spaß haben und auf einmal steht ein Förster vor dir und der schranzt dich von der Seite halt blöd an, warum du denn hierher fahren würdest. Deswegen, ich bitte nicht falsch verstehen, ich finde die Pumptracks vollkommen genial, ne? Um Gottes Willen, irgendwie bitte nicht falsch verstehen, nur irgendwo müssen wir da auch ein Gleichgewicht finden, auch in der Kommunikation, vielleicht untereinander auch, irgendwie halt Pumptracks ja, aber wir wollen aber auch durch den Wald, ja, mit legalen Strecken, ja, so, dass das wirklich auch ein rundes, vernünftiges Ding ist. Das ist so der Punkt, der mir da gerade so, weil es wurde gerade mir zu viel einfach Pumptrack hier, Pumptrack da und das ist alles schön und das ist alles toll. Ja, aber es gibt Jungs so wie ich irgendwie, die gerne durch den Wald fahren, durchs Untergehölz am besten sogar. Irgendwie halt wirklich irgendwie halt und dann auch den dicksten, fettesten Schlammbeutel da unten am Boden haben irgendwie und da reinspringen. Also sorry, irgendwie anders kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Irgendwie halt, ich habe auf sowas voll Bock halt einfach. Ja, und das muss halt einfach legal werden. Mann, jetzt habe ich mich aufgeregt. Hast du halt komplett recht. Und ich finde aber auch so, es gibt ja auch viele Beispiele irgendwie. Ich bin letztens mal mit einem Arbeitskollegen sind wir darauf gekommen, der hat sich ein Enduro-Motorrad gekauft. So ein altes Schätzchen. Und dann haben wir mal geguckt, wo kann man so ein Ding denn vielleicht im Wald bewegen. Ja, kibbelt sowas. Ja, pass auf. Es gibt, ich glaube, es ist in Duisburg, gibt es wirklich eine Motocross-Strecke in so einem Waldgebiet, ist natürlich alles abgesperrt wahrscheinlich drumherum und da kannst du gegen eine Gebühr durch den Wald fahren über so eine Enduro-Strecke. Also total krass, es gibt wohl irgendwie so Lösungen für sowas und dann Florian komplett berechtigt, warum gibt es sowas für Mountainbikes nicht, ne? Wenn die sogar irgendwie mit einem Motocross da durch den Wald fliegen können. Ne? Also jetzt ernsthaft? Naja. Ja, das ist jetzt kein Scherz. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch noch nah Richtung Industriegebiet und so, weißt du. Aber ich habe mir mal Videos bei YouTube dann angeguckt. Das ist schon so ein Waldstück oder so ein Park oder so, keine Ahnung. Naja, das wird ja wahrscheinlich irgendjemandem privat gehören. Ne? Das wird ja mit Sicherheit kein städtischer Forst sein. Das wird auch keine Liegenschaft irgendwie vom RVR sein, sondern das wird irgendjemand privat, hat sich da quasi gesagt, pass auf, ne, ich habe jetzt Bock drauf, macht da jetzt irgendwie vielleicht ein Geschäftsmodell. Und genauso ist es ja letztendlich, aber eigentlich noch fast komplizierter, wenn du hier mit dem Fahrrad fährst. Ne? Jetzt, du hast einmal die Problematik, dass du, wenn du Enduro fährst, da fährst du ja jetzt ja nicht irgendwie um Block oder sowas, ne? Sondern das sind ja Touren 20, 30, 40 Kilometer. Das umfasst natürlich dann auch einen entsprechend großen Bogen. Da wirst du, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass du halt wirklich so einen zusammenhängenden Trailpark irgendwie haben wirst. Ne? Es gibt das in Schottland, gibt es das, da gibt es immer so Trail Center und da kannst du quasi quer durch Schottland fahren.
Da gibt es dann auch so eine Tour, das nennt sich Seven Stains, und dann kannst du wirklich von Trail Center zu Trail Center fahren. Und diese Trail Center sind quasi naturbelassene, ja, das sind schon Parks, ne? Da sind auch quasi Strecken angelegt. Die sind aber, ja, das ist teilweise sind das angelegte Strecken mit Brechsand und ein bisschen Anliegern und gleichen. Teilweise sind das aber einfach nur irgendwo in den Wald reingefräste Sachen, die dann auch echt schön sketchy sind. Aber das werden wir hier wahrscheinlich auf nahe Zukunft nicht erleben, weil wir halt einfach hier die Problematik haben, ganz vielen Leuten gehört ganz viel irgendwo hier. Ne? Einmal gehört es der Stadt, die ist dem Thema zwar aufgeschlossen, aber nicht wirklich schnell. Dann gehört es entweder dem RVR, dem gehören hier ganz viele Liegenschaften, der Regionalverband Ruhr, und dem gehören zum Beispiel die Halden. Ne? Und deshalb gibt es halt auch immer, der geht dann zum Beispiel auch hin und sagt, wir können uns hier vorstellen, dass wir hier eine Mountainbike-Strecke irgendwie haben möchten, und dann gehen die halt hin und sagen, welcher Verein könnte sich denn als Träger quasi zur Verfügung stellen, so wie der FRC, ne? Auf Hoppenbruch. Und genauso geschieht das jetzt ja auf anderen Halden auch, ne? Und jetzt hier im Süden, ne, hast du wieder eine ganz andere Thematik, ne, weil da gibt es viel Privatbesitz. Ne? Und an solchen Geschichten scheitern ja dann zum Beispiel auch diese CTFs. Der MSV Steele hat immer über Jahre so eine große CTF veranstaltet. Da bist du am Baldener See, am Seaside bist du gestartet, und dann hast du da verschiedene Touren gehabt. Das war echt cool, es hat Spaß gemacht. Da waren zig hundert Leute. Aber die Planung war irgendwann so komplex, auch die Einholung der ganzen Erlaubnisse, um da irgendwie auf den Privatgrundstücken zu fahren, dass sie irgendwann gesagt haben, nee, sorry, wir können das leider nicht mehr stemmen. Und das ist halt schade. Und genau das spiegelt quasi die Problematik halt wieder. Und in Bayern hast du natürlich dann wieder ein anderes Gesetz, eine andere Gesetzeslage. Und du hast natürlich, du bist auch nochmal so ein bisschen verdichtet, weil natürlich wir Mountainbiker fahren halt Richtung Berge, logischerweise, ne? Und da tummeln sich dann halt ganz verschiedene Menschen mit verschiedenen Interessen, und es gibt halt immer irgendwelche Honks, die sich halt irgendwie nicht benehmen können und die einfach auch nicht verstehen, dass man halt einfach ein Miteinander machen muss, ne? Also Wanderer und Reiter und Mountainbiker und wer noch sonst alles im Wald oder am Berg ist, da muss man halt einfach miteinander umgehen. So. Und solange das in den Köpfen der Leute noch nicht so richtig angekommen ist, wird das halt auch immer ein schwieriger Weg sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich augenblicklich auch viele Vereine gründen, auch hier bei uns, die sich um solche Belange auch kümmern. Und weil das ist tatsächlich der wichtigste Weg. Du musst irgendwo eine Interessensgemeinschaft gründen. Mit der gehst du dann zur Stadt und dann hast du ein ganz anderes Standing. Wenn du jetzt sagst, hier, ich finde das total toll oder ich möchte gerne das und das machen, dann sagen die, ja, schön, aber du als Einzelperson kannst halt nichts bewegen. Ja. Insofern, also immer der Aufruf, gründet euch, ne? Also fasst euch zusammen, fasst euch an den Händen und tanzt um das Feuer und singt ein schönes Lied. Aber als du gerade diese Trails in Schottland hattest du gesagt, ne? Trailparks und so, wie du das beschrieben hast, da ist mir gerade in den Sinn gekommen, unsere Nachbarn, die Holländer, die haben uns da wohl ein bisschen was voraus. Ich weiß nicht, wart ihr mal in Moog? Da ist ja auch so ein kleiner Bikepark, der ist auch umsonst. Und da haben die wirklich einen großen Rundkurs. Ich glaube, der ist sogar, lass mich nicht lügen, 30 Kilometer lang. Ich bin den selber noch nicht gefahren, da war ich zu faul für. Ich war dann nur in dem Bikepark. Aber da hat sich sowas gegründet, obwohl man ja immer sagt, Holland ist so flach. Ja. Okay, kannst du auch was zu sagen. Ich nur Halbwissen, was da angeht. Ja, also zu dem kann ich nichts sagen, aber ich kann zu sagen, hier zum Beispiel oben bei Oerkenschwick in der Hart, da hat zum Beispiel der RVR, also Regionalverband Ruhr, einen Rundkurs gebastelt. Oh, dieser ist irgendwie 46 Kilometer lang und kannst du dann halt schön durch die Hart, wirklich durch die Natur wirklich mal fahren. Da hast du das halt einfach, das, was aber sonst nicht im Ruhrgebiet stattfindet. Verstehst du, was ich meine? Also halt, da sind Sprüngchen mit drin irgendwie. Du hast Natur pur um dich herum. Es ist alles beschildert. Ja? Also diese internationalen Beschilderungen halt mit diesen runden und den Dreiecken halt einfach mit dabei. Und sowas muss eigentlich meiner Meinung nach viel, viel mehr passieren. Weißt du, diese naturbelassenen Trails, wo einfach mal gesagt wird, irgendwie pass mal auf, da fahren Mountainbiker, irgendwie bitte nicht mit dem Hund hergehen, nicht wandern gehen da drauf und, weil es gefährdet und.
das fehlt halt einfach. Und wenn ich sehe, wie viel Platz wir wirklich jetzt als Mountainbiker brauchen von der, ich sag jetzt mal klar, ich bin jetzt keine Referenz, ich bin viel, viel breiter als alle anderen. aber dennoch irgendwie, wir brauchen ja höchstens 1,50 Meter, zwei breite Schneise irgendwie halt mit einer vernünftigen Weg, der da gebastelt wird halt durch verschiedene Unternehmen, wie Marcel ja vorhin schon sagte. Wo ist das Problem? Verflucht nur eins. Klar, wir wissen es alle irgendwie halt. Wenn Straßenriss ist, irgendwie brauchen die Städte irgendwie halt 5 Jahre dafür. Ich weiß auch, wie lange man braucht irgendwie halt, um überhaupt so einen Trailpark da hinzusetzen, geschweige denn sowas, was beim RVR, wenn du das als Verein mit platzierst. Du musst diese ganzen Genehmigungen, du musst die Politiker überzeugen, die gucken dann einmal ins Netz und sehen dann einen Fabio Wittmer, Entschuldigung, dass ich dich andauernd benutze, Fabio, wie die da herspringen, dann kriegen die Schiss in der Buchse irgendwie halt und sagen dann, sowas soll hier passieren? Nee, das geht gar nicht. Ne? Und fertig. Das dauert meistens 10 Jahre, bis dann so ein Ding steht. Oh, und ich habe das hier auch schon mal versucht gehabt in unserer Stadt. Der junge Mann, der das machen wollte, der war damals 14, jetzt ist er mittlerweile 24. Und es steht immer noch nichts. Naja, aber es ist ein anderes Thema. Das ist nochmal ein anderes Thema. Okay, jetzt haben wir uns da mal alle committed. Danke. Also, Pumptracks sind auch cool. Also bitte, wenn das vorhin falsch von mir rübergekommen ist. Nein, die sind cool, irgendwie. Wir müssen nur halt einfach gemeinsam dran arbeiten und jeder sollte sich da auf die Fahne schreiben, der vernünftig ist, dass wir eine Gemeinschaft sind, egal wo wir fahren, egal welche Art von Fahrrad wir fahren. Wir sind eine Gemeinschaft, ganz einfach. Gut, anderes Thema. Mir ist dieses Ding da, was wir so besprochen hatten, lieber Marc, von IXS aus nach Hause fahren. Marcel wird jetzt irgendwie erstmal, was will er? Wir hatten beim letzten Podcast der Marc, der Andreas und meine Wenigkeit einfach mal so Challenges besprochen. Und diese Challenges, da kam mir einfach die Idee, irgendwie nach den IXS Dirt Masters, boah, wir setzen uns auf das Fahrrad und fahren nach Hause. Aber alle der Gesichtsausdruck ist super. Ja, ihr macht das schön, ne? Also ich kann das ja gerne dokumentieren nach den Dirt Masters, weil ich ja wieder 7 Tage da sein werde und wahrscheinlich am Sonntag dann wieder wie ein lebender Toter durch die Gegend renne nur noch. Aber ich weiß nicht, also wenn einer von euch ein E-Bike hat, ja, in der Zeit und mich dann zieht, kriegen wir das locker hin auf jeden Fall. Aber ich glaube, sonst wird es echt ein bisschen anstrengend, wenn ich am Sonntag losrate. Also wir hatten uns auch gedacht, dass du mit dem Dirtbike eigentlich dann nach Hause fährst, ne? Ja. Ich hätte noch einen Fixie. Geil. Ja, komm, mit dem Fixie. Können wir nicht einfach hier, wie heißen diese komischen, komischen gesagt, diese Fahrräder mit dem Körbchen vorne, mit den großen, Cargo, wie heißen die Dinger? Das ist so ein Lastenrad. Cargo. Ja, genau. Können wir nicht so ein Ding besorgen? Ich sitze einfach vorne drin und mache einfach einen auf Social Media. Ja, können wir auch machen. Nur für dich. Nur für dich. Geil, danke. Dann machen wir das gerne, dann hört man es. Aber sonst stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Emma, du sollst auch nicht mehr in deinem Alter auch so viel Party machen. Ja, Party. Ich habe, glaube ich, gefühlt kein Millimeter Party gemacht in den 7 Tagen, sondern morgens um 7 hin und abends um 0 nach Hause. Nein, aber was hältst du denn so allgemein von so welchen Challenges? Naja, ich glaube, mein Account ist ja genau deswegen am Anfang groß geworden, ne? Dass man sich irgendwelche Challenges selber stellt und Herausforderungen und auch dranbleibt in dem Moment. Da hatten wir auch, glaube ich, mal drüber gesprochen, ne? Dieses Thema dranbleiben. Ich finde das ganz, ganz cool. Also das wird ja von manchen vielleicht belächelt, aber ich finde das sehr cool, auch wenn sich da vielleicht so ein paar Leute committen miteinander und miteinander sagen so, ey, wir haben das und das Ziel und das ziehen wir jetzt mal durch und machen das. Also ich finde das generell sehr interessant. Auch zum Beispiel, keine Ahnung, ne? Wie mit am Anfang bei mir Wheelie lernen, Bunny Hop, so und so viel Höhenmeter in so einer Zeit zum Beispiel, wobei ich hasse Berghochfahren. Coole Sache. Du hast Berghochfahren. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als Berghochfahren. Also jeder soll machen, was er will auf dem Fahrrad. Ich bin auch kein typischer Enduro-Fahrer. Ich finde jetzt irgendwie da irgendwelche 50-Kilometer-Touren auch nicht so interessant. Ganz ehrlich, soll jeder machen. Wenn er glücklich wird, feiere ich das total. Mach dein Ding. Ich bin eher so Typ, geilen Trail, geile Line finden, runterfahren, raufschieben, das kann ich auch 5 Stunden am Stück machen, ganz stumpf.
immer schneller durch die Anleger, immer weiter, immer höher, supergeil, aber irgendwie 50 Kilometer im Kreis fahren, böse gemeint und nicht böse gemeint, ist nicht meins. Also berghoch, nee, danke. Deshalb fahre ich auch Dirt, da gibt es keine Berge. Da schiebe ich irgendeinen Hügel hoch kurz und roll runter. Ja, ja. Ja, dann ist diese eine Idee, die der Andreas ja hatte, dann auch hinfällig für dich. Wie war das nochmal, Andreas? Du fährst mit dem Gravelbike 60 Kilometer? Ja, also ich hatte mir überlegt, dass wir so eine Challenge machen, dass man quasi zwei Touren hat. Die eine Tour ist für die Enduro-Fahrer, die haben ein bisschen mehr Höhenmeter, dafür weniger Kilometer, so 30 Kilometer und keine Ahnung, halt irgend so eine Tour halt, die halt dann 600, 700 Höhenmeter hat oder sowas. Da muss man sich mal auskundschaften. Und parallel dazu fahre ich quasi auch eine Tour mit dem Gravel und die hat dann 60 Kilometer. Und man guckt halt dann einfach, okay, wer ist halt quasi schneller wieder am Zielpunkt. Ne? Ich habe noch einen Rennrad im Keller, ich nehme die Gravel-Tour. Du bist gerne mein Gast. Geil. Ja, Marc, dann fahren wir beide Enduro, ne? Ach, kein Problem. Auf einem oder? Ja, kann klar. Jeder eins haben. Tandem. Aber das Bild, also das will ich sehen. Also dass Marc vorne auf dem Lenker sitzt, so richtig Marc, romantisch. Ja, so Marc richtig schön drauf. Weißt du, dann kriegt er da ein Blumenkränzchen noch oben über den Neck. Oh. Und süß. Den Prosecco habe ich hinten in der Tasche drin. Ja, nee, ist klar. Pass auf, aber ne, derjenige, der hinten sitzt bei einem Tandem, hat ja grundsätzlich eher so, der muss halt so 100% Vertrauen haben zu dem, der da vorne sitzt. Ne? Weil der vorne sitzt, bestimmt die Richtung, ne? Und der da hinten sitzt, der ist nur der Mitfahrer und der, ja, derjenige, der halt auch mit in die Pedale. Genau, das war das Wort, was mir fehlt. Der Knecht. Und dann möchte ich aber doch Tandem fahren, dann möchte ich mit Marc hier Hoppenbruch runter im Tandem. Auf die Jumpline, ne? Ist egal, wo ich sitze, hinten oder vorne. Überleg das kann nur gut werden. Auf der Jumpline immer. Der eine hat den Sprung schon hinter sich, während der andere noch auf dem Absprung ist. Ja. Dann fahre ich gleich noch mal das Buschgap endlich. Aber nicht mit mir, da nimm dir mal lieber irgendjemand anders. Warum denn bloß? Och. Also reiten wir jetzt etwa schon wieder auf das Thema herum? Nein. Nein, wir reiten hier auf gar nichts. Nein, nein, also, sowas werden wir nie tun. Tut's eigentlich noch weh? Ach, besser nicht. Ja, jetzt guckt er auf sein Handy, der Marcel. Gar nicht hier aufmerksam, irgendwie, ist ja schrecklich hier. Nein, was sind so für euch, was sind denn nächstes Jahr so deine Pläne? Meine Pläne? Ja. Vom Marc wissen wir es ja, vom letzten Podcast. Meine Pläne. Kommt drauf an, was halt, ne? Crankworks, das sind halt, oder? Verschiedene Baustellen momentan. Da müsst ihr ja ein bisschen konkreter werden. Auf dem Fahrrad? Ja, mit Fahrrad. Ich würde gerne, das hört sich so banal an, aber ich habe so ein paar Tricks auf ein Dirtbike, die sind so ja Life-Goals fast schon, also ne, so ein 360, ein Barspin, einen richtig schönen Tabletop, die wollte ich eigentlich dieses Jahr schon lernen, aber da kamen leider Gottes ein paar Sachen im Weg und das sind so Life-Goals, die ich gerne nächstes Jahr irgendwie schaffen würde, auf dem Dirtbike genauso größere Sprünge zu springen auf dem Dirt, weil das ist dieses typische, kennt glaube ich jeder dieses Meme, so ein 15 Meter Table interessiert mich kein bisschen, da springe ich drüber, gebe mir irgendwie ein Double mit 3 Metern und ich denke mir, oh Gott, niemals, nicht mal für Geld springe ich darüber. Irgendwie da so meinen Angstgegner zu besiegen. Und ich nehme ja auch gerade den Marc so ein bisschen als Vorbild, weil irgendwelche Drops oder sowas sind der absolute Horror für mich. Und wenn ich da den Marc sehe, wie er da in letzter Zeit abgeht, ja, da würde ich auch gerne dran arbeiten. Also mit dem großen Fahrrad, wenn ich wieder irgendwie mit einem großen Fahrrad fahren kann. Ja, Drops und Co., mehr Bikeparks. Einfach eine geile Zeit auf dem Rad haben und halt an meinen Fähigkeiten weiterarbeiten und sich nicht zu verletzen, wäre ganz cool. Marcel, sagen wir mal so. Was trinkst du? Was trinkst du? Kaffee gerne. Trink keinen Alkohol. Ja, ich lade dich ein. Süß. Bahnt sich da etwa was an? Nein. Schon ich längst. Marc ist eh hier so. Man sieht das ja leider gerade nicht, aber ich halte ein Herzchen in die Kamera. Ich und Marc sind. Ey Leute, könntet ihr denn dieses, ach Gott, irgendwie. Irgendwann machen wir ja mal so einen Livestream irgendwie halt. Das ist ja. Ihr habt euch das ausgesucht, Jungs. Also. Ja, ich habe mir das sogar ausgesucht. Ja. Andreas wollte es gar nicht. mitgehangen, mitgefangen. Genau. Ja. Am Ende des Tages will ich eigentlich nie irgendwas. Ich werde nur dazu gedrängt. Ne? Aber naja, ich mache es ja gerne. Du machst das gerne.
ich mache das gerne. Und als abzuschließendes Thema, nächstes Jahr wahrscheinlich mal gucken, dass ich viele Festivals mitnehme und auch mal irgendwie nach Österreich, Schweiz komme mit dem Fahrrad. Das ist sehr schön zu hören. Das ist sehr den schön. Den Markt zum Beispiel wieder. Jetzt muss ich mich einschleimen. Den Markt mit. Den Urlaub. Ein Zimmer? Das werdet ihr dann alles auf Instagram verfolgen können, was da so passiert. Oder im Zelt, also wer weiß. Im Zelt sogar. Aber bitte dann ein Zwei-Mann-Zelt, damit man sich auch richtig schön ankuscheln muss. Zwei-Mann? Ein-Mann-Zelt. Ach du meine Güte, nee. Das wird ja noch schlimmer. Apropos, du sagtest ja vorhin, Marcel, dein Enduro ist ja kaputt. Hast du denn irgendwie so einen Wunsch-Enduro oder ist es dir Peng? Wunsch Enduro, da hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Podcast drüber gesprochen. Ich feiere fast schon die ganzen deutschen Firmen, die am Markt sind, und die kann man auch alle bedenkungslos sich kaufen, meiner Meinung nach. Natürlich hört man von dem einen Hersteller, der einfach Faktor 30 mal mehr verkauft, dass sie angeblich auch mehr kaputt gehen. Das ist aber nicht der Fakt, die sind alle gleich gut. Das wäre mir total egal. Ich würde gefühlt gerade jeden Rahmen nehmen aus Deutschland, wenn du mir eine Pistole an die Brust setzen würdest. Boah, schwierig. Schwierig, ganz schwierig. Also ohne jetzt 1, 2, 3 irgendwie zu sagen, die sind alle gleichwertig. Young Talent, Propane, Cube, Radon. Sofort. Ohne Canyon auch, ohne zu überlegen. Also die sind jetzt nicht 1, 2, 3 oder schlechter. Ja. Sofort. Okay. Und damit dann schön, wie du ja sagtest, Österreich und so irgendwie dann nächstes Jahr mitbefahren. Sehr gut. Da gibt's Lifts, habe ich gehört, da muss ich nicht berghoch treten. Oder du holst den E-Bike. Bin ich ja ein absoluter Befürworter dafür. Ich finde E-Bike fahren absolut toll. Ich bin ja jetzt im Winterberg das erste Mal E-Bike gefahren, wenn mein Finanzminister das erlauben würde. Leider Gottes hat mein Finanzminister absolutes Burnout und mein Portemonnaie sagt, nächster Urlaub ist Stadtpark, würde ich mir sofort ein E-Bike zulegen. Weil es gibt, glaube ich, nichts Geileres, als irgendwie jetzt gerade, wo die ganzen Parks zu sind, fix den Trail hoch und wieder runter, weil das ja genau mein Ding ist. Ich will einfach nur fix den Berg irgendwie hoch, damit ich dann wieder den Trail irgendwie runterschallern kann. Das ist mein Ding, ich finde es geil. Ja. E-Bike ist absolut geil und dieses Argument, ja, die sind so schwer und keine Ahnung was, ja, dafür liegen die super satt in der Luft, die liegen super satt in der Kurve, die fahren sich geil und ein modernes E-Bike ist nicht schwerer als irgendein Downhill vor 10 Jahren. Okay, also dann würdest du nicht ein E-Bike Light, diese Light-Varianten, wie auch immer man sie schimpfen müsste, bevorzugen, sondern wenn dann die regulären mit den jetzt mittlerweile, was war das, 750 Watt, was sie da rausgebracht haben, jetzt vor kurzem irgendwie, diese Varianten. Mittlerweile. Ja. Die Sache ist, man muss halt mal gucken, also E-Bike Light, ja, schön und gut, aber es gibt ja auch zwischen auch schon E-Bikes, die ja nicht unter diese Light-Kategorie fallen und die auch schon unter 20 Kilo sind. Also jetzt ohne welchen Namen zu nennen, ist ja total egal. Eins, was ich momentan super interessant finde, auch von der Preis-Leistung, auch von einem deutschen Unternehmen, ist fast schon eine Manufaktur noch, ist glaube ich sogar eine Manufaktur noch. Das wiegt glaube ich irgendwie 18,x, also 18,5 oder so. Das ist absolut genial für ein E-Bike. Ne? Nee, jetzt sag mal den Namen. Hat was mit Rot zu tun und irgendwas mit ganz viel Wild dahinter. Ach so, die, ja, okay. Rotwild auch genannt, ja, alles klar. Ja. Ja. Also dieses neue GA von denen, da müsst ihr euch das mal irgendwie mal anschauen. Ich meine, das hat irgendwie 18,x Kilo mit einem Lenkungswinkel von 64 Grad. Also das Fahrrad ist nur für Backup orientiert. Damit willst du nicht geradeaus irgendwo fahren und keine Touren fahren. Und wenn ich dann einfach denke, wie leicht das inzwischen ist. Also mein Enduro wiegt, glaube ich, 1,5 Kilo weniger. Also... Ne, wo ist der Unterschied inzwischen? Dieses Argument, E-Bikes sind so schwer und die lassen sich nicht gut fahren und damit kann man nicht springen. Wie gesagt, Leute, guckt euch mal an, was so ein V10 vor 10 Jahren gewogen hat. Ne? Da sind heute moderne E-Bikes deutlich leichter. Vor allen Dingen, die sind ja mittlerweile auch viel integrierter. Ne? Also du musst ja mal einfach angucken, der erste Bosch-Motor. Ja. Ne? Das war so ein, ich halte es mal an die Kamera, so ein Kavenzmann. Also wirklich ein großer Apparat, ja. Und die neue Performance-Line irgendwie, die hat 40% an Masse verloren. Beziehungsweise nicht nur an Masse, sondern auch an Größe. Die bauen jetzt viel kompakter, die Akkus sind auch kompakter geworden. Und das Ganze verschwindet jetzt halt auch im Rahmen. Es ist nicht mehr wie so ein, weißt du, früher war das immer so wie so ein angedockter Klotz da irgendwie da unten. Ne? Es sah halt unfassbar hässlich aus, ja. Wenn man sich... Und die Rotwills waren immer weit vorne, in so Systemintegration. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich bei den Dingern eigentlich auch mal ganz cool.
Also viele Hersteller haben da in den letzten Jahren, gerade in den letzten 2-3 Jahren, richtig Gas gegeben. Und ich habe auch ein paar aktuelle Bilder gesehen jetzt von ein paar Unternehmen, die mir mal was zukommen lassen. Und da bin ich der felsenfesten Meinung, wenn das Fahrrad gerade mit 30 Sachen an dir irgendwo 5 Meter entfernt, vielleicht auch 10 Meter entfernt durch den Wald schallert und du nicht genau hinguckst, dann siehst du nicht mehr, dass das ein E-Bike ist. Wie du gerade schon meintest, der Motor ist so klein, das Unterrohr ist auch extrem klein geworden, mit dem Akku integriert. Da ist nicht mehr ein riesen Display dran, dann hängt nur noch so ein ganz, ganz kleines Display. Die manchen sind sogar schon im Rahmen oben. Das sieht man gar nicht mehr. Man sieht gar nicht mehr, dass das ein E-Bike ist. Ja, und das ist schön so. Also ohne Witz. Übrigens, Andreas, das war, fand ich gerade schön von dir, wie du gesagt hast, ich halte mal das, den Motor jetzt hier so in die Kamera. Da dachte ich so, nein, liebe Zuschauer, er hat keinen Bosch-Motor irgendwie in seiner Hand gehalten, er hat einfach nur die Dimensionen gezeigt. Das wollte ich gerade, aber deswegen musste ich gerade so lachen innerlich für mich irgendwie, aber alles gut. Also E-Bikes sind wir alle aufgeschlossen, gehe ich davon aus. Naja, was heißt aufgeschlossen? Also das ist okay, ne? Es ist okay, dass es sie gibt und ich bin auch schon eins gefahren und das macht tatsächlich Spaß, ne? Aber ich würde mir jetzt halt keins unbedingt hier auf dem Hof stellen. Allerdings muss ich dazu, ich muss es ein bisschen aufweichen, weil ich will mir nächstes Jahr tatsächlich so ein Cargo-Bike holen und das würde ich auch mit E nehmen, weil da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie so einen schweren Klopper und dann auch das Ganze, was man dann auch als Zuladung dazu packen kann. 120 Kilo habe ich mir sagen lassen. Das muss ich jetzt nicht irgendwie alles irgendwie noch dazu pedalieren. Also da kommt auf jeden Fall dann auch mit Motor, irgendein Shimano-Motor wahrscheinlich mit 85 Kilo. Geil, dann kannst du mich ja endlich dann transportieren, wenn ich meine 120 Kilo erreicht habe. Dann geht's endlich. Darauf freue ich. Wir beide zusammen winkend ja, in den Abend. Das darf ich ja nicht mehr in einer Flasche Bier mehr. Das darf ich mit einem Kaffee in der Hand dann vorne sitzend und so. Ne? Aber jetzt werfe ich den Ball nach Marc. Was ist mit dir mit dem E-Bike? Ich bin voll Befürworter, auf jeden Fall. Ich habe ja auch eine ganze Zeit ein E-Bike gehabt. Allerdings so relativ zu Anfang meiner Mountainbike-Karriere hatte ich einen Focus Sam Squared. Allerdings noch die Version mit dem integrierten Akku. Da waren nur 250 Wattstunden drin. Und den habe ich auch relativ schnell platt gekriegt am Tag. Deshalb ist halt irgendwann auch weggegangen, weil halt der Akku nicht schnell rausklickbar, das finde ich eigentlich schon eine ganz gute Sache, gerade wenn du das Fahrrad irgendwie auf den Träger auch mal transportieren willst oder so. Aber damals auch schon die Megamaschine, Verarbeitung geil bei Focus. Ich finde das neue Focus Sam Squared ist eins der geilsten E-Bikes, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich finde das mega gut gemacht und sowas wäre Träumchen, auf jeden Fall. Ja, aber genau das gleiche wie bei Marcel, also mein Portemonnaie ist gerade auch aus Zwiebelleder. Da holst du, wenn du reinguckst. Oh, ich dachte, meiner wäre gut. Ja, aber safe, ich bin totaler Befürworter von den Dingern. Das ist total geil, das macht richtig Bock. Und ja, ein aktuelles würde ich auch auf jeden Fall wieder nehmen. Ja, da muss ich dir zustimmen. Ich habe mir das Bike auch angeschaut gehabt und hi Jesus, irgendwie. Ja, die gehen in eine Leere auf dem Konto. Das, ja, ich wollte jetzt auch mal versuchen, einen rauszuhauen, aber klappte ja nicht. Aber das ist schon, das macht schon echt einen schlanken Fuß, das Bike. Also da muss ich wirklich sagen. Obwohl, ihr habt schon recht, das können fast alle jetzt mittlerweile gut. Ne? Also diese Integration von den Akkus, auch Canyon hat ein mega geiles Konzept rausgebracht. Da weiß ich gerade gar nicht den Namen von, welches Bike das jetzt war. Aber die integrieren die Akkus alle geil. Die einzigen, die das nicht auf die Kette kriegen, das haben wir letztens im Livestream bei mir auch irgendwie rausgefunden, ist Pivot. Also wenn ihr euch das Ding mal anguckt, das sieht ganz, ganz schlimm aus. Das Shuttle, meinst du? Also optisch. Das ist ein Panzer. Optisch eine 5-, ohne Quatsch. Wahrscheinlich fährt das mega gut. Aber wenn ich mir schon irgendwie ein Bike führe, und ich glaube, das kostet 10 Mille oder so, dann muss das auch hübsch sein. Ey, apropos, ich habe vorgestern habe ich, glaube ich, ein Bild gesehen. Es gibt jetzt auch ein Yeti. Ja, ist neu rausgekommen. Boah, sexy, ne? Yeti 160e oder sowas heißt das Ding, glaube ich. Ja, sah halt irgendwie auch relativ, macht einen schlanken Fuß, ne? Weil auch hoch integriert, ne? Ich weiß nicht, was sie für Motor drin haben, aber das sah alles relativ interessant aus. Jetzt ist so die Frage, ne, oder die interessante Frage, die sich mir da stellt, ne, die sind jetzt relativ spät auf den Zug aufgesprungen, ne? Und Yeti wird ja immer so ein bisschen als Kultmarke so dargestellt. Ich weiß gar nicht,
ob die heutzutage noch eigenständig sind oder ob die irgendwann mal gekauft worden sind von irgendwelchen Asiaten, kann ich nicht sagen. Aber ist es quasi notwendig, dass jetzt wirklich jeder Hersteller, also auch jetzt, nehmen wir mal als Beispiel irgendwie, dass jetzt zum Beispiel auch Last oder sowas, ne? Also so Firmen, die jetzt wirklich einen sehr guten Ruf haben, aber halt immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Geheimtipp, das darüber sind sie jetzt schon hinaus, aber halt, es ist halt kein Specialized, kein Trek und es ist kein Canyon oder sonst was, ne? Also muss jetzt quasi wirklich jeder Hersteller ein E-Bike irgendwie rausbringen, um unter Umständen konkurrenzfähig zu bleiben? Schwierige Frage halt, ne? Also der Markt verlangt es halt. Jetzt ist natürlich die Frage als Unternehmer, glaube ich, dann einfach, bleibst du deiner Linie treu, nicht negativ gemeint, ne? Und sagst nein, wir springen dann nicht mit auf diesen Zug. Und wie du schon meintest, der Zug ist auf jeden Fall schon sehr, sehr weit angefahren und eigentlich schon aus dem Bahnhof raus. Oder machst du es halt doch und sagst ja und greife damit natürlich potenzielle Kunden, die eh meiner Marke treu sind, die Möglichkeit an, auch ein E-Bike bei mir zu kaufen. Ne? Ist natürlich immer so eine Frage, was ist die Idee dahinter? Und leider Gottes wissen wir alle, irgendwie muss halt Geld verdient werden und irgendwie muss eine Firma auch wirtschaftlich wachsen jedes Jahr, allein schon, um gegen die Inflation zu arbeiten. Und wenn du damit die Möglichkeit hast, zu sagen, ja, damit kann ich ein bisschen mehr Markt abnehmen oder ich kann Kunden, die generell bei mir kaufen, ein zusätzliches Produkt anbieten, was sie wahrscheinlich sonst woanders kaufen würden. Ich denke schon, dass du es machen musst heutzutage. Also nicht, dass die Option ist, du kannst, du musst es eigentlich machen, diesen Trend mitzugehen. Es ist doch genauso irgendwie halt, jeder hat damals geschworen auf 26 Zoll und dann kam irgendwie 27,5 und jetzt hast du eigentlich fast nur noch 27,5 Zoll oder 29er oder du fährst jetzt Mullet. Eines von beiden nur noch, also von den drei Sachen. 26 kriegst du doch gar nicht mehr an einem Neurad. Nee. Und wegen dem Thema Yeti, meine erste Information, die ich bekommen habe, dass Yeti ein E-Bike rausbringen möchte, ist schon jetzt weit über ein Jahr her, wo ich schon gehört habe, dass die Räder getestet werden. Mhm. Ja, und die wurden wann released? Vor 2 Monaten, glaube ich, offiziell jetzt mehr oder weniger. Nee, jetzt erst vor kurzem. Jetzt erst vor kurzem. Auf jeden Fall, ne? Also ja. Das ist nicht lange her. Nö. Aber gut, diese Entwicklungszeit ist natürlich auch gigantisch dahinter, weil auch Firmen wie Yeti sind natürlich auch kein, ja, wie soll man so nett sagen, die können sich natürlich auch nicht leisten, da irgendwie was auf den Markt zu schmeißen einfach, ne? Nee, eben, weil sie halt diesen Ruf halt quasi genau das haben. Ja, und es wirkt halt immer so ein bisschen. Ja, okay, jetzt machen die halt auch noch E-Bikes, ne, wo du denkst so, ja, aber hätte das denn sein müssen? Aber offensichtlich sind wir halt schon einen Schritt weiter und es ist nicht mehr unbedingt die Frage, ob sie es machen, sondern eher die Frage, wann sie es machen, weil es halt einfach schon so in der Breite jetzt angekommen ist. Und aber trotzdem, ne, trotzdem immer wieder hast du immer wieder diesen Hate halt, ne, wenn es irgendwie darum geht, dass halt sich E-Biker und Bio-Biker irgendwie miteinander vergleichen. Da ist immer irgendwie so, ja, das ist immer Zwist, ne? Also, aber warum? Warum auch, ne, immer. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das ist total egal. Es ist am Ende Fahrradfahren und der eine hat vielleicht einen Motor und da hast du beim letzten Mal ein ganz tolles Argument gebracht, sodass der Biobiker sich vielleicht ein bisschen benachteiligt fühlt dadurch, dass er sich nicht wertgeschätzt fühlt für seine Leistung, die er jetzt erbringt, diesen Berg da normal hochzufahren ohne Motor. Aber es ist doch total egal. Fahrt doch einfach miteinander. Frag doch einfach sonst, wenn du es auch hast, so wie ich, den Berg hochzufahren. Das habe ich auch schon gemacht. Dann habe ich einfach den E-Biker gefragt, ey, ist es vielleicht möglich, dass ich mich am Sattel festhalte oder keine Ahnung was, ziehst du mich hoch? Und du wirst normalerweise auch kein Nein hören. Nee, du bist ein doofer Biobiker, ich nehme mich nicht mit. Ne? Der wird dich dann irgendwie hochziehen. Also fahrt doch einfach miteinander. Hört auf, euch irgendwie zu beißen wegen irgendwas. Es ist egal, ob du ein teures Rad fährst, ein günstiges Rad. Habt doch einfach Spaß. Und dieses Biobike-E-Bike-Gebäsche, das ist ja wirklich, die beißen sich ja fast schon manche Fraktionen da. Ey, hört doch einfach auf damit. Ne? Lass doch einfach jeden das machen, was er will. Und fertig. Das hat alles seine Berechtigung. Wollt ihr mal hören, wo für mich diese ganze E-Bike-Geschichte aber aufhört? Ja, gerne. Ich weiß nicht genau, wie man die Firma ausspricht, aber ich kriege es immer wieder irgendwie bei Insta angezeigt und so. Und ich finde die Bikes eigentlich auch geil, aber habt ihr schon von Surren oder wird auf jeden Fall Surron geschrieben? Das sind schon halbe Motocross-Räder irgendwie. Da sind aber Doppelbrücken aus dem Fahrradbereich dran und große Motoren, große Akkus, also riesige Akkus irgendwie. Und
da trampelst du halt auch nicht mehr. Da hast du Fußrasten und keine Pedale mehr. Mega geil, wenn du irgendwie deinen eigenen kleinen Dirt-Track hast, irgendwie vor der Haustür. So, weiß ich nicht, wie so ein Mark Liebmann oder so. Und ich meine, der hatte so ein Ding auch schon mal bei sich in so einem Video. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Jungs mit den Dingern dann noch irgendwie die Halde runterballern, weil die werden auch nicht leicht sein, so, die werden wahrscheinlich schon ihre 50, 60 Kilo wiegen oder so, die Bikes, dann hört es, glaube ich, auf irgendwie. So, das ist dann für mich. Boah, ich meine, ich will sowas fahren, nicht falsch verstehen. Ich habe Bock, mit sowas rumzuballern. Gilt das noch als Fahrrad in dem Moment? Nee, also ist das noch ein Fahrrad? Nein. Oder ist das dann so ein Kleinkraftrad dann, wenn man es so nennt, so Mofa-mäßig fast schon? Ja, du siehst auch, wenn schneller halt, ist. Ja, jetzt hast du ein Kleinkraftrad? Ja, ja, du siehst halt jetzt immer wieder Videos im Netz auch, wie Leute mit den Dingern halt so bekanntere Mountainbike-Trails runterballern. Und das ist halt irgendwie nicht Sinn der Sache. Wie du schon meintest, aber ist es dann nicht auch vielleicht schon wieder so, leider Gottes, die Instagram-Pest mehr oder weniger, ne? Das machen ein paar Leute, da kommen Klicks, also macht es erstmal jeder nach, um Klicks irgendwie abzugreifen. Ob das Sinn und Zweck von dem Erfinder ist für die Dinger, weiß ich halt nicht. Ne? Wie du schon meintest, wenn die schon eh auf so eher Motocross aus sind, dann sind die wahrscheinlich für Motocross-Strecken auch konzipiert worden, wenn die Doppelbrücke haben und das Gewicht haben und so. Und die wurden einfach jetzt mal, nett gesagt, missbraucht dafür, um mal wieder Klicks zu generieren. Ja, das ist möglich. Da kannst du natürlich also es ist für mich nicht nur möglich, das ist so. Also, Entschuldigung, irgendwie halt, und ich unterstelle. Du wolltest doch nur nett umschreiben. Ja, ich weiß, du bist ja auch der Liebe, ich bin ja der Böse. Nein, und ich gehe auch sogar, ich unterstelle sogar irgendwie den Herstellern irgendwie halt, dass sie das wahrscheinlich auch nochmal so propagandieren. Fahr doch mal, irgendwie zeig mal, was du kannst auf dem Ding und fertig. Und du generierst ja damit Klicks. Also, ich kann mit diesen Dingern auch nichts anfangen, Marc, da bin ich komplett bei dir. Weil das hat nichts mit Fahrradfahren zu tun. Das hat wirklich nichts mit Fahrradfahren zu tun. Es ist ja de facto ist es ja auch kein Fahrrad, ne? Das ist, also ich gucke mir die Dinger gerade mal an. Das ist halt eine Crossmaschine, ne? Schlicht und ergreifend mit einem E-Motor. Du musst gucken, die haben wirklich verschiedene Modelle und da sind wirklich welche dabei mit einer Fox 40 irgendwie vorne drin. Die stufen sich nochmal so ein bisschen ab. Deshalb, also da war, wie ich die das erste Mal gesehen habe, war mein erster Impuls so, geil, will ich fahren. Und der zweite war so, was ist aber, wenn der mal irgendwie auf der Halde an dir vorbeizieht? So, dann bist du, glaube ich, pisst irgendwie, weil ich beim E-Bike nie wäre. Aber, weiß ich nicht, da hört es dann irgendwie so auf für mich. Ja, aber du hast ja nicht mehr eine Kurbel dran. Ne? Also du kannst ja nicht mehr selber pedalieren, sondern das ist ja ausschließlich quasi die Kraft des Motors, die dich voranbringt. Ja. Ne? Und auch vom Aussehen, wie der Rahmen gebaut ist, das hat nichts mehr mit dem Fahrrad zu tun. Aber am Ende des Tages ist das bestimmt ein geiles Ding. Das ist bestimmt richtig Gaudi, ganz aber, ehrlich. Ohne Frage, ne? Nur halt, wie gesagt, das hat halt für mich dann auch, das hat wirklich gar nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun, weil sobald du quasi die Möglichkeit wegnimmst, dass du quasi auch noch selber pedalieren kannst, ist es für mich halt einfach kein Fahrrad mehr. Ich glaube, dann sind wir alle d'accord. Das ist mir gerade so in den Sinn gekommen, weil dieses Bashing irgendwie zwischen E-Bikern und Bio-Bikern, so, und dann kommt noch einer mit so einer Kiste, dann ist alles vorbei. Ja, aber dann haben ja vielleicht die E-Biker und die Bio-Bike-Fahrer endlich mal ein Thema, wo sie gemeinsam gegen bashen können. Das kann sein. Ja. Wie war das nochmal? Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung, oder wie war das nochmal? Schön gesagt. Aber vielleicht kann man ja, dann kaufe ich mir jetzt echt so ein Ding und dann fahre ich da auch den ganzen Tag einfach nur rauf und runter, damit die beiden anderen Fraktionen sich mal wieder irgendwie näher kommen. Damit die endlich mal wieder anfangen, zusammen zu kuscheln. Ja, Hör mal, lieber Hersteller, auch wenn ich gerade über dich rumgeschimpft habe, vielleicht wenn du das hören solltest, irgendwie, gib doch mal so 4 Bikes, wir vermummen uns auch ein bisschen. Das wäre geil, oder? Wir 4 mit den Dingern irgendwo durch einen Steinbruch oder so. Das gibt auf jeden Fall 3 Tote von 4. Man sieht ja, was ich da in letzter Zeit so mache. Nee, das endet in der Katastrophe. Ich würde dann 2-3 Mal irgendwo drüber fahren und dann denke ich mir, das Ding dreht sich auch bestimmt. Genau. Ja gut, da sind wir dann wirklich einer Meinung. Das ist schön. Habt ihr eigentlich mal ein paar Fragen an uns? An mich und Andreas? Oder Andreas und mich? Ja, ihr werft immer wieder Fragen auf. Also immer, wenn ich mit euch spreche, höre ich irgendein neues Thema. Weiß ich nicht, dass der Andreas irgendwie voll der Reiseführer ist und zusätzlich zu seinen Klamotten. Und dass der
Das darf ich ja jetzt nicht erzählen, weil ich gerade gehört habe, als ihr gedacht habt, ich wäre noch gar nicht dabei, womit der Flo gerade struggelt. Also ich bin schon mit Informationen heute versorgt. Dass ich jetzt seit 2 Tagen nicht rauche? Ja, genau. Ja, ich setze mich ja hier, ja danke Marcel, ich setze mich ja damit selber unter Druck, wenn ich das jetzt hier so preisgebe irgendwie halt. Und, ja, aber das ist doch gut, ne? Ja, Mach das doch dann. Hau das doch mal in deinen Social Media Account und dann kriegst du nämlich richtig Druck auf den Kessel. Wenn du eine Fluppe in die Hand nimmst, dann kommt nämlich mal so richtig nette Nachrichten, vertrau mir. Habe ich auch schon hinter mir. Ich habe irgendwas angefangen, nicht zu Ende gemacht und dann kommen die ganzen Nachrichten. Jung, du hast doch gesagt. Also, jalla, ran. Finde ich auch gut. Das reicht, glaube ich, irgendwie erstmal, dass ich das hier rüber kommuniziert habe. Und fertig. Weil ich weiß doch nicht, ob ich wirklich so. Also, normalerweise sitze ich ja hier eigentlich tiefenentspannt. Ich sitze hier eigentlich auf heiße Kohlen. Also, ich zappel hier eigentlich unten komplett rum unter meinen Beinen. Irgendwie, halt, es ist schrecklich gerade. Mach dir doch eine an. Florian. Nein! Mach dir doch eine an, mein Lieber. Halt die Fresse! Ey, jetzt fangen sie alle drei gönn an. Gönn dir. Marcel. Das ist jetzt die gute Stimme. Ja, aber das sein. Ist halt. Nein, lass das nicht. Denk an deine Lunge. Mann, ey. Du wolltest es so. Du wolltest, dass die Leute Fragen stellen. Ja, gut. Also werden Fragen gestellt nach deinem Suchtverhalten. Nach meinem Nikotinsuchtverhalten. Nikotinsuchtverhalten, ja. Keine Frage aber stellen. Ich habe alle kleinen Content-Creator, wo wir gerade so vernetzt sind, wir haben so eine kleine Gruppe gebildet, irgendwie dazu gebracht, sich so ein kleines Kinderfahrrad zu kaufen, oder, Marc? Ja, also du warst nicht ganz unbeteiligt daran, das muss ich schon sagen. Ja, unbeteiligt, ja. Weil ich euch genervt habe. Wie ist denn bei euch? Hättet ihr denn generell Interesse an so einem kleinen Kinderrad? Also wäre das was für euch? Habt ihr generell so Lust auf, ja auch mit dem Fahrrad Tricks und Stunts zu machen? Und jetzt komm nicht mit deinem Körpergewicht, ich bin auch keine zarte Elfe. Was soll ich denn da auf diesem kleinen Kinderfahrrad tun? Ja, ne, so wie ich, durch die Lüfte dich schwingen. Ach so, ich soll mich durch die Lüfte schwingen. Also ich soll mir jetzt irgendwo ein Kinderfahrrad organisieren und soll lustige Fotos und Stories machen. Wir gehen dann erstmal Pumptrack fahren als allererstes. Und dann schnaufst du mal so richtig, weil jeder denkt immer, ach, dieses Pumptrack-Fahren, das ist überhaupt nicht anstrengend. Nee. Das ist total langweilig. Und nach 2 Runden bleibst du da stehen und denkst einfach so, okay, wo ist das nächste Sauerstoffzelt? Also das weiß ich auch schon. Also um Gottes Willen, alles gut. Irgendwie, das habe ich auch schon mal ausprobiert und ich weiß, wovon du da sprichst. Auf so einem Kinderfahrrad im Pumptrack zu fahren, ich nehme mal die Challenge an und ich besorge mal irgendwo ein Kinderfahrrad. Ja, finde ich eine gute Einstellung. Ah, jetzt geht's los. Also pass auf, Jungs. Jetzt ist Andreas dran. Ich habe tatsächlich schon vor Jahren mal auf so einem Ding gesessen, weil Lars hat nämlich auch früher ganz viele Pumptrack-Rahmen gebaut, beziehungsweise Dirt-Rahmen. Ziemlich geile, mit Riemenantrieb sogar. Ich habe vor kurzem das gesehen. Ultra geil. Yeah. Super geil, ne? Und eins davon ist das Tremonia. Ich glaube, das wird nicht mehr gebaut, ehrlich gesagt. Das hat so einen richtig geilen roten Rahmen und sieht super schnieke aus. Und da ich ja schon lange mit Last verwandelt bin, weil ich die Klamotten für die mache und sowas, war ich halt auch immer bei deren, die haben immer zum Weihnachten haben die immer so eine Dirt Jam gemacht. Quasi für Friends and Family und da durfte ich irgendwie dann auch mal zweimal teilnehmen und dann hatten die waren dann an so einem Spot. Du warst das war in Kastrop-Rauxel da oben in den Gewächshäusern? Ja, genau, das war's, richtig, genau. Das war von dem, boah, ich weiß nicht mehr, wie der Kollege heißt, ich hab deinen Namen leider vergessen. Der das bewirtschaftet. Aber genau in diesem Gewächshaus war ich. Nee, das ist nicht der Bernd war das, sondern das war ein anderer Kollege. Ist auch scheißegal, wer das jetzt gewesen ist, ne? Also dieser Pumptrack in dem Gewächshaus, das war eine sau arschcoole Geschichte. Ich glaube, das gibt's heutzutage. Nee, gibt's nicht mehr. Aber das war echt super cool und hat echt mega Spaß gemacht und ist genauso wie Marcel gesagt hat, du fährst 2 Runden auf dem Scheißding und du denkst echt so, fuck, ich bin doch fit. Ich bin noch nie Fahrrad gefahren gefühlt, ne? Ja, das pumpt dich so krass leer und wenn du dann siehst, was die Jungs dann eben wieder abgezogen haben. Und wie lang, ne? Manche, die fahren da 5, 10 Runden. Und wie lang, ja.
Ja, und die immer diesen geilen Schwung mitnehmen und dann sich irgendwie über die Doubles irgendwie drüber. Also das ist schon geil. Es macht schon, macht wirklich Spaß. Ich habe jetzt dennoch noch mal eine Frage. Ich habe zwar schon gerade zugesagt. Du meintest jetzt ein Dirtbike kaufen oder ein Kinderfahrrad kaufen? Ein Dirtbike. Ach so. Auf so einem Pucki sehe ich dich auch, ne? Also das finde ich auch geil. Geil. Also auf so einem umgebauten Pucki mit so einem BMX-Lenker unten schweißen wir so ein Dings rein. Das hatte ich mir auch, das habe ich auch mir so vorgestellt, dass ich dann da mich draus setze und dann mit euch mitfahre. Okay, jetzt muss ich noch ein Dirtbike. Ja, aber wir kaufen ein Pucki-Bike und machen daran eine Fox 40. Das ist aber ein ganz, ganz, ganz komischer Lenkungswinkel. Das Ding hat ja keine Ahnung, 87 Grad oder so. Ein bisschen Chopper-Style. Ja. Genau. Ja, aber passt ja dann zu mir. Ne? Ah. Ja, nee, ist klar. Gut. Wo kriege ich denn jetzt so ein scheiß Ding her? Ah, mach ich mir das die. Ist eine ganz tolle Gefährte, nicht scheiße. Nein, so war es jetzt nicht gemeint mit Scheiße. Wo kriege ich denn so ein wunderbares, schönes Gefährt her, was mich dann über den Pumptrack jagen wird? Da sind wir wie beim Thema E-Bike, das bietet inzwischen jeder Hersteller an. Okay. Bis wann, bis spätestens wann brauche ich so eins? Das ist dir überlassen. Ja. Und dann gehen wir gemeinsam eine Runde fahren. Du holst mich aber ab hier. Das kriege ich hin. Und den Marc. Ach du Scheiße, nee, das wird ja lustig werden. Ja gut, ich freue mich darauf. Andreas, was ist denn jetzt mit dir? Ja, also ich bin auf jeden Fall mit dabei. Keine Ahnung, ob ich mir jetzt extra ein Fahrrad dafür kaufen werde, weiß ich nicht. Aber zur Not leihe ich meins aus. Also da den Spaß werde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das macht wirklich Spaß. Also das Fahren macht wirklich Spaß. Und das Vögelchen hat mir gezwitschert, dass unter Umständen direkt bei mir um die Ecke nächstes Jahr vielleicht sogar ein Pumptrack gebaut wird. Welche Ecke bist du denn? Essen-Werden. Das ist von euch ist das quasi, wenn wir das Sonnensystem sehen, ne, dann bin ich ungefähr Richtung Pluto. Richtung Pluto, ja, ungefähr da. Niemandsland. Werden, da habe ich. Ja, so ein bisschen weiter. Da habe ich 2 Jahre mal Basketball gespielt. Die Ecke kenne ich gut. Siehst du? Schön da unten. Siehst du? Ja, die wollen hier tatsächlich ein bisschen was für die Jugend machen. Und es gibt auch einen Platz, der das hergibt. Und da scheint es wohl jetzt soweit zu sein, dass man auch einen Pumptrack bauen möchte. Sogar von der Stadt. Hallo Stadt Essen, da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Marc, du hast Basketball gespielt? Du willst einen Triathlon machen? Was kommt noch alles? Was lernen wir denn noch alles Ballett kennen? Ich habe wirklich, ich hab sogar lange Basketball gespielt und sehr intensiv, so, also locker über 10 Jahre auch im Verein. Da war ich immer viel dabei und unterwegs und kenne so ein paar Ecken jetzt im Ruhrgebiet. So, bis die Knie Fratze waren. Das ging echt schnell, so Patella-Spitzensyndrom, da war ich ganz vorne mit dabei, ja. Oh, ja, und nicht schön. Ach, alles Mögliche. Schulter ausgekugelt und musste so halb wieder angenäht werden und all so Geschichten. Geil. Ups. Ich habe 4 Jahre Basketball gespielt, aber die reichten auch. Ja, hör mal, dann haben wir ja die nächste Challenge. Ich habe nämlich auch schon lange keinen Ball mehr in der Hand. Ich bin alt, hör auf. Ey, ich bin älter, ich kann gar nicht mehr. Ich bin du kannst aber stehen und Ball werfen. Ich seh das schon kommen. Also da werden wohl so ein paar Sachen auf uns zukommen jetzt demnächst. Ja, geil. Ihr müsst ja nur stehen und müsst nur Dreier werfen. Ach so. Na, also vom Flo will ich schon einen Slam Dunk sehen. aber da müssten wir aber auf den... Also Flo, ne? Ich sag das jetzt allen, ne? Ja, bitte. Wenn du das machst, kriegst du ein Rad von mir. Also du kriegst ein Dirtbike. Ja, klar. Wenn ich einen Slam-Dunk mache... Florian, wir finden einen Korb, der niedrig genug ist. Das ist gar kein Problem. Wir reden von einem offiziellen... Trampolin. Blameter hohen. Trampolin. Ja, aber der Flo ist ja gar nicht so klein, ne? Der Flo ist ja eigentlich ziemlich groß. Also von der Größe her wäre Basketball... 1,85. Ja, das ist schon ganz okay. Es ist jetzt
kein 2-Meter-Riese, ne? Aber mit 1,85 bist du eher so Aufbauspieler in den höheren Klassen. Richtig, richtig, richtig. Naja, bei uns war ich immer, was war ich? Ach, keine Ahnung mehr. Ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. Irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Positionierungen heißen da. Ja, oder Torwart wie auch immer. Wahrscheinlich. Ja, Torwart. Hm. Gut. Dann sage ich mal, wie Klaas Häufer Umlauf, gut Kick. Ne? Ja, ja, ist klar. wie gesagt, es waren nur 4 Jahre meines Lebens, wo ich in einem Verein da tätig war, also gespielt habe. Ich bin auch viel rumgekommen, war eine interessante Zeit, war aber nicht das Goldene vom Ei, um Gottes Willen. Ja. Aber das Goldene vom Ei war heute dieser Podcast. Richtig. Denn wir sind jetzt über einer Stunde und wir setzen uns ja immer so ein bisschen die Marke. Pass auf, wir gucken immer so ein bisschen, dass wir auf die Stunde kommen. Und ich finde, das war total kurzweilig mit euch. Also es hat richtig Spaß gemacht. Also mir hat das total Spaß gemacht. Ob das jetzt den Zuhörern Spaß macht, weiß ich nicht. Echt, ist mir in dem Moment jetzt auch ein bisschen Wumpe, ehrlich gesagt, weil ich finde, wir hatten ein schönes Gespräch. Wir haben auf jeden Fall viel gelacht. Ja, 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 eben. Und eben. Wir fahren mit dem Bollerwagen nach Winterberg nach Hause. Jawohl. Nein, aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. War eine coole, wie sagt man, illustre Runde. Oh, sehr gut. Raus, ey. Jetzt fühle ich mich hier 3 Tage schlecht. Das ist ja faszinierend, was der junge Mann da aus seinem Mund rausholt. Adäquat, man sieht ihn halt, ne? Und dann haut er das raus. Eloquent war er, eloquent war er. Ja, und ziemlich viel Schabernack haben wir auch noch betrieben, oder? Ja, nee, ist klar. So, ich bedanke mich auch. Danke, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, mal wieder dabei sein zu können und auch zu wollen. Vielleicht sogar in dieser Runde. Das könnte man ja eigentlich auch mal vertiefen. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ich sage auf jeden Fall danke und wünsche euch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr da gewesen seid. Ihr habt das letzte Wort. Danke. Ich übergebe das Mikrofon. Ja, danke sehr, lieber Marcel. Ja, ich bedanke mich auch wieder, dass ich dabei sein durfte. Und immer gerne, sehr, sehr gerne vertiefen wir die ganze Runde nochmal, weil es war wirklich kurzweilig und mir hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Da muss ich ja auch noch Danke sagen, sonst würde ich ja hier vollkommen irgendwie ausscheren. Nein, vielen, vielen Dank, es war cool. Entschuldigung dafür, dass ich ein bisschen zu spät war. Ich sitze ja immer noch in Fahrradklamotten hier, die Leute sehen es nicht, aber ich kam gerade vom Fahrradfahren und ihr musstet warten. War cool, war lustig, vielen, vielen Dank und das Wichtigste, geht Radfahren. Ciao. Genau, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.